Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es zu tun heute mit 6 Updates und 19 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Simone, Drasox und Christian für die Abos über das Wochenende. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Am Freitag habe ich gesagt, dass noch ein zweites Video kommen würde zu den Mods, die am Freitag herausgekommen sind. Leider ging das aus zeitlichen Gründen einfach nicht mehr. Leider ist das absolut nicht mehr möglich gewesen, da meine Tochter natürlich übers Wochenende da war. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende und seid schon sehr gut in die neue Woche gestartet. Die erste Woche im Mai. Alles neu macht der Mai und da schauen wir, was im Mai alles passiert hier auf dem LS. Wie immer starten wir natürlich erst mit den Updates und das erste Update ist für die Karte Fox Farms von Zolli 708, Downloadgröße 91,86 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neuer Spielstand erforderlich. Sammlerstücke, Vorschaubild aktualisiert, dunkle schmutzfarbene Budenfarbe hinzugefügt, Straßennetz, Kartenrand kann erworben werden, BGA-Kapazität erhöht, Symbol für Kuhweidetor behoben, Bunkersilo behoben, Stroh, Heufehler behoben, Neulackierung des Fahrzeugs behoben, Kartenrand überarbeitet. Die zweite neue Karte, die ein Update bekommen hat, ist Waldstätten von NRX Eki. Downloadgröße 708,36 MB in der Version von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Hofdekoration verbessert, platzierbare Gebäude verbessert, Polygone, Kollisionen und Occluder Mesh, Bunkersilo-Funktion an den Höfen hinzugefügt, Baum auf Feld 87 und 21 entfernt, Betonstück auf dem Feld 179 entfernt, Tunnelkollisionen hinzugefügt, E bei Verkaufspunkt Mittelberg hinzugefügt, Gondeln hingen falsch, Farmland an Kiesgrube erweitert, Sandverarbeitung an Kiesgrube möglich, Treppe der Dorffeuerwehr behoben, Handmelder in den Gebäuden angepasst, Maschinenhalle auf Hof-Rheingrub verändert, Trigger-Icon-Shop und Sägewerk behoben, Geländer an Feuerwache hinzugefügt, Beladungsstation am Bahnhof hinzugefügt, matschige Texturen an den Höfen entfernt, BGA-Bunkersilo-Texturfehler behoben, Komposte-Filtrigger für Diesel verschoben, Rathausfehlende Toiletten hinzugefügt, Raffinerie-Dieselherstellung hinzugefügt, Autobahn weitere Beschilderung und Grünstreifen hinzugefügt, Fuchs-Shop Obwalden Fehler in Dekoration behoben, Fuchs-Shop Hotspot auf PDA hinzugefügt, Ampelanlage Poly reduziert und parkende Autos auf Parkplätzen ergänzt. Die Mod Anhänger Attacher Unterstützung von Game Master, Downloadgröße 0,5 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen, kriegt das nächste Update. Der Changelog sagt, die Funktion zum Aufnehmen und Werfen von Objekten wurde hinzugefügt. Wir kommen zum McCormick Pack. Das kriegt ein Update und zwar kommt dies von Agrotron Modding, Downloadgröße 20,04 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, hinzugefügte Motorhaubenanimation, neue Felgen hinzugefügt, hinzugefügte Konfigurationen, hinzugefügte Reifenfarbauswahl und hinzugefügte Traktorfarbauswahl. Der Optum AFS von Bueno kriegt das nächste Update und zwar mit der Downloadgröße von 20,12 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Haubengitterfehler behoben, Interiorfarben geändert, Joystick an der Armlehne hinzugefügt, Steuergeräte an der Armlehne leuchtend gemacht. Der JCB 419S von Rossen Mods kriegt das nächste Update und zwar mit der Downloadgröße von 11 MB in der Version 1.0.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, verbessertes Gewicht und Physik. Damit kommen wir zu der ersten neuen Mod und zwar ist dies eine Karte und jetzt bitte nicht alle Konsolenspieler aufs Mal ausatmen, sonst gibt es einen Hurrikan in Deutschland. Es handelt sich um die Untergräbach.
Dieser kommt vom der Yogi, Downloadgröße 249,22 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wow, er hat es doch noch geschafft. Er hatte eigentlich letzte Woche schon ein Video rausgebracht, dass er keinen Bock mehr hätte, die Karte noch durchzubringen bei Giants. Und jetzt ist sie aber trotzdem da. Das ist die Krebach, die vor kurzem herausgekommen ist und dann sofort wieder für die Konsolen entfernt worden ist, aufgrund von Leistungsbedenken. Nun ist sie da, das ist die abgespeckte Version für die Konsolen. Aber keine Angst, es hat sich eigentlich nicht viel geändert, es sei denn, es sind einfach ein paar Texturen entfernt worden und daher ist die Karte nicht so leistungsanfordernd. Aber wie ihr sehen könnt, ihr könnt natürlich auch gerne oben rechts auf das i klicken, falls ihr die detaillierte Tour durch die Krebach-Karte sehen wollt. Ist natürlich genauso gebaut wie her bis anhin, also wie die letzte Karte. Das Einzige, wie gesagt, ist, dass nur ein paar von den Texturen verändert worden sind oder entfernt worden sind und daher ist die Karte nicht mehr so belastend für die Konsolenspieler. Wie ihr hier sehen könnt, ist alles wirklich sehr, sehr ähnlich geblieben. Es gibt zwei, drei kleine Sachen, die wurden geändert, aber ansonsten ist wirklich alles genauso geblieben wie vorher. Da gibt es einen kleinen Weg, der hinzugekommen ist, hier oben zum oberen Kuhstall. Es gibt auch ein bisschen etwas anderes Equipment, was als bei der Standard-Krebach-Karte. Aber im Großen und Ganzen ist sie genauso gebaut. Die Produktionen sind dieselben, die Location und so weiter ist alles dasselbe geblieben. Daher erspare ich mir ja hier tatsächlich eine Einführung oder eine eingehende Tour, um die Karte zu machen. Einfach wie gesagt oben rechts auf das i klicken, damit ihr die detaillierte Tour sehen könnt. Wir haben festgestellt, dass sich ein paar Sachen des Start-Equipments geändert hat. Und zwar schauen wir uns das mal an. Wir haben einen Favorit 511, der zum Hof gehört. Dann haben wir den Nova 330 von Drosselmarsch mit seinem Schneidwerk dazu. Dann haben wir einen Frontlader, einen Brandner Anhänger. Dann gibt es einen Miststreuer, das ist derselbe wie vorhin. Das ist das Güllefass von Joskin. Dann Ladewagen. Bei der Tierhaltung haben wir einen Ballen- oder Strohstreuer bekommen, der vorher nicht dabei war. Oder zumindest mag ich mich so nicht entsinnen. Kann natürlich auch gebraucht werden für die Anmischung von Mischration. Dann gibt es noch ein Gewicht, was dazu gehört. Nun, wenn wir hier reingucken, wissen wir ja, dass es hier drin eine Tierfutter-Misch- oder Rationsstelle gibt. Das ist also hier diese Produktion. Das ist die Hoffuttermischanlage. Hier kann also entsprechend natürlich Mischration hergestellt werden. Daher ist eigentlich dieser Futtermischwagen nicht unbedingt notwendig. Den kann man eventuell verkaufen und noch vielleicht ein, zwei, drei Slots reinmachen, falls es immer noch zu schwer ist für die Konsole. Aber das ist auf jeden Fall, das ist dieser Hof, ne? Wunderbar. Okay, dann geht's weiter mit der nächsten Mod. Und die nächste neue Mod heißt Easy Development Controls. Kommt von GTX, Downloadgröße 0,2 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist das die Mod, die wir im 19er immer die F11 Mod genannt haben oder die F11 Mod. Und zwar ist Easy Development Control ein Testwerkzeug für Modder, Mapper, Inhaltsersteller und natürlich alle die, die halt Sachen testen möchten. Es kann auch bei der Einrichtung des Spiels helfen oder wie auch immer du das Spiel spielen möchtest. Es enthält einige Funktionen, die bereits über die Befehle der Spielkonsole zur Verfügung stehen, aber jetzt leicht zugänglich und natürlich einfach per Tasten- oder Mausklick. Falls ihr die Details der Beschreibung der Mod lesen wollt, dann einfach bitte das Video pausieren. Eventuell gibt es dann ein Video, wo ich eingehend auf die Möglichkeiten des Easy Dev Control Mod eingehe. Die nächste neue Mod heißt Variable Weinrebenbreiten. Die kommt von The Bouts, Downloads,
Downloadgröße 12 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Traubenreben mit variablen Breiten und Abständen zwischen den Reihen. Gewählt werden kann zwischen 1,80 Meter, 2 Meter, 2,15 Meter, 2,30 Meter und 2,50 Meter. Empfohlen wird 2,15 Meter oder 2,30 Meter. Jetzt geht wahrscheinlich ein Riesenschrei durch vor allem die amerikanische Spielerschaft oder die, die gerne auf amerikanischen Karten mit amerikanischem Equipment spielen wollen. Und zwar kommt der Big Bad 450 von Giant Software, Downloadgröße 26,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Ungetüm mit einer standardmäßigen Leistung von 450 PS, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 2082 Litern, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 18,9 Tonnen und kostet 260.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Vredestein und Trelleborg. Bei allen Reifenherstellern gibt es eine Standard- oder eine Zwillingsbereifungsoption. Dann kann hier der Isaria Pro Compact angeschlossen werden. Und das war's denn auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Hatzenbichtler Terminator 18TH 1400. Der kommt ebenfalls von Giant Software, Downloadgröße 38,43 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wer gedacht hat, dass österreichisches Equipment immer klein sein muss, der wird hier eines Besseren belehrt. Und zwar kommt dieses Tandem mit natürlich zwei Maschinen, einmal den Tank. Das ist dieser hier, hat ein Füllvolumen von 14.720 Liter Saatgut, wiegt 4,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 7,3 Tonnen und kostet 99.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Vredestein und Trelleborg. Und dann ist der Terminator, der TH18. Der kommt mit einem Gewicht von 27,1 Tonne, braucht 450 PS. Hat eine Seebreite von 18 Metern, 18 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und kostet 213.000 Euro. Tja, das ist mal eine große, große Seemaschine und zwar ist dies eine Direktsaatmaschine. Wir kommen zum Proschar EV 2200 und 120 WR von Giant Software ebenfalls. Downloadgröße 8,92 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger-Miststreuer mit einem Ladevolumen von 60 Kubikmetern, wiegt 20,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht 43,4 Tonnen, braucht 500 PS, hat eine Streuweite von 15 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h und kostet 199.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Vredestein und Trelleborg. Und das war's dann auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. So, und jetzt ist es möglich, dass der Schrei noch ein bisschen lauter wird. Und zwar geht es hier um den Big Bad, den 747 von Giant Software. Downloadgröße 27,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies natürlich der große Bruder, kommt mit wuppigen 1100 PS, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 3785 Liter, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei wuppigen 43,2 Tonnen. Der Preis 406.500 Euro. Die Reifenvarianten gibt es hier Standard- oder Zwillingsbereifung. Es gibt hier nicht die Möglichkeit, den Reifenhersteller zu wählen. Und das war's dann auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Grégoire Besson SPS L9 von Giant Software. Downloadgröße 18,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Flug mit zwei Teilen. Zum einen den Trailer Lifter. Und zwar ist dieser 4,2 Tonnen schwer und kostet 15.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT und Trelleborg. Und zwar dient dieser als Anhänger mit Dreipunktanbau für die Traktoren, die keinen Dreipunktanbau haben. Dann kommt natürlich noch der Pflug, der wiegt 14,9 Tonnen, braucht 550 PS, hat eine Arbeitsbreite von 10,5 Meter,
Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 131.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Friedestein und Trelleborg. Und beim Design kann die Universalpflugschar geändert werden zu der Streifenkörperpflugschar. Wir kommen zum Deutz-Fahr Agrostar 6.61 von Meyer Modding, Puma und Kalle Modding. Downloadgröße 14,63 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer Leistung von standardmäßigen 143 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 290 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 5,6 Tonnen. Der Preis 28.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mitas, Continental, BKT, Friedestein, Nurkin und Trelleborg. Hier gehe ich die Reifenvarianten nicht im Detail durch. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser graubläulich angehauchten Palette. Die Designfarbe kann aus verschiedenen Grünabstufungen gewählt werden. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen hellgrau, dunkelgrau und schwarz. Wir kommen zum Anderson Group Stack Pro 7200 von Shine Software, Downloadgröße 12,53 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Ballensammelwagen für Quaderballen, und zwar bis zu 14 Stück gehen da drauf. Wiegt 11,3 Tonnen, braucht 175 PS und nimmt Ballen in der Größe zwischen 180 und 240 cm. Der Preis 102.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Und das war's mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Anderson TSR 3450. Der kommt ebenfalls von Shine Software. Downloadgröße 6,11 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist ebenfalls ein Ballensammelwagen und zwar ebenfalls für 14 Ballen. Und zwar mit der Größe von 1,80 m bis 2,40 m. Wiegt 6,7 Tonnen, braucht 130 PS und kostet 90.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Und das war's mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Silo King Futtermischer Pack von User 555, Downloadgröße 18,99 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Elementen, und zwar zum einen den Tradeline 4.0 Premium 1840 XX. Dieser hat ein Füllvolumen von standardmäßigen 14 Kubikmeter, wiegt 5,1 Tonne, braucht 75 PS und kostet 35.000 Euro. Hier kann die Kapazität erhöht werden auf 16 Kubikmeter, 18 Kubikmeter oder wieder zurück zu den 14 Kubikmeter. Reifenvariante gibt es den Einachser oder den Zweiachser. Dann gibt es den Tradeline 4.0 Premium 2218 und XX. Der kommt mit einem standardmäßigen Volumen von 18 Kubikmeter, wiegt 7,1 Tonne, braucht 100 PS und kostet 45.000 Euro. Die Kapazität kann auch hier erweitert werden, und zwar einmal auf 20 Kubikmeter und dann einmal auf 22 Kubikmeter. Dann gibt es noch den Selfline Compact 1612, das ist dieser hier. Der kommt standardmäßig mit der Leistung von 150 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 240 Litern, 38 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, maximales Zuladevolumen 13 Kubikmeter, dann das Gewicht liegt bei 10,8 Tonnen und kostet 121.000 Euro. Bei der Konfiguration kann hier eine Rundumleuchte angebracht werden, ja oder nein. Wir kommen zum Kühltransporter für den Transport Ihrer frischen Produkte. Der kommt von Pharma 22, Downloadgröße 3,73 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit der Leistung von 300 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 120 Litern, 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 2,5 Tonnen. Der Preis 22.500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette und die Designfarbe natürlich auch. Vorsicht, es handelt sich hierbei nicht um einen Autoload-Transporter.
Wir kommen zum Lemken Heliodor 9-6. Kommt von STV Modding, Downloadgröße 9,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Scheibenecke mit einem Gewicht von 4,6 Tonnen. Braucht 180 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h und kostet 36.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Friedestein und Trelleborg. Beim Design kann gewählt werden von Standard dann zum Aufbau und zurück zu Standard. Die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Schwarz. Wir kommen zum italienischen Schuppenpaket. Das kommt von Mickey Mapper, Downloadgröße 8,49 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Hallen. Und zwar gibt es hier verschiedene Hallen zur Auswahl. Einmal diese Schuppen 1, Schuppen, Schuppen 3, dann den Schuppen 2 und den Schuppen Nummer 4. Kostenpunkt liegt um die 44.000 Euro. Ja, und diese Schuppen sind ziemlich detailliert, sehr gut, schön aufgelöst und haben jeweils hier einen Kasten, wo man Licht ein- oder ausmachen kann. Wir kommen zu der landwirtschaftlichen Waage. Diese kommt von JMZ, Downloadgröße 0,48 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tools. Das ist diese Waage hier. Die hat auf der einen Seite ein digitales Display, wo man das Gewicht dann entsprechend ablesen kann. Preis zum Platzieren 20.000 Euro, Unterhalt pro Tag 15 Euro. Wir kommen zu den amerikanischen Fermentiersilos. Diese kommen von Vertex Design, Downloadgröße 27,1 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gibt es diese Silos in drei verschiedenen Varianten und drei verschiedenen Größen. Wir haben zum einen das kleinste Fermentierungssilo mit einer Kapazität von 650.000 Liter. Das ist dieses hier. Dann gibt es die Version mit der US-amerikanischen Flagge und dann gibt es noch die neutrale ohne eine Nationalflagge draufgemalt. Wie gesagt, Kapazität 65.000 Liter, Preis 60.000 Euro und Unterhalt 35 Euro pro Tag. Die Produktionsgeschwindigkeit hier 3.500 Liter pro Stunde. Dann gibt es die mittlere Variante, das ist ex aequo dasselbe, ist nur ein bisschen größer und zwar ist das Fassungsvolumen 850.000 Liter, 100.000 Euro zum Platzieren und 50 Euro Unterhalt pro Tag. Die Produktionsgeschwindigkeit ist identisch mit der erstgenannten. Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch das große Fermentierungssilo. Das hat dann eine Kapazität von 925.000 Liter. Der Preis 135.000 Euro, Unterhalt pro Tag 80 Euro. Die Produktionsgeschwindigkeit für alle diese Silos liegt wie gesagt bei 3.500 Liter pro Stunde. Wir kommen zu der Schweinefutterproduktion. Und diese kommt von Macca, Downloadgröße 3,27 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist diese natürlich zu finden unter Gebäude, Produktion und Fabriken. Das ist diese Fabrik hier. Kostenpunkt zum Platzieren 45.000 Euro, 15 Euro Unterhalt pro Tag. Hier wird Schweinefutter hergestellt und zwar aus Kartoffeln, Zuckerrüben und Sojabohnen wird Schweinefutter hergestellt. 1200 Zyklen pro Monat. Und ja, das war die Übersicht zu dieser Schweinefutterproduktionsstätte. Wir kommen zu der letzten neuen Mod für heute und zwar heißt diese Bauernhaus, kommt von Barney, Downloadgröße 12,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Gebäude und Farmhäuser. Das ist dieses Farmhaus hier, Kostenpunkt 70.000 Euro und täglicher Kosten 35 Euro pro Tag. Das war es denn schon wieder von den Mods von heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen? Falls ja, dann lass doch gerne den Daumen da. Hol dir doch das Abo ab, wirst du keine weiteren Mod-Vorstellungen und auch keine anderen Inhalte, zum Beispiel das Let's Play auf der Krebach, verpassen. Ich wünsche euch eine wunderschöne und gute Woche. Wir sehen uns morgen wieder mit den neuen Mods von morgen.
Ich sage danke, tschüss und hasta luego.